Ich begrüße euch zur neuen Ukulelen-Workshop-Reihe Let's Play Ukulele. Unser heutiges Thema heißt Spiel mit Pausen. So, in der letzten Folge hatten wir einen tollen Achtelrhythmus. Ich spiele ihn gleich nochmal vor. Und den werden wir in der heutigen Folge mit einer Pause versehen. Und zwar hatten wir ja beim letzten Mal diesen Rhythmus. Ich mache es mal anhand dieses leichten A-Moll-Akkords. Ihr erinnert euch, ein Achtelrhythmus, eine Achtelrhythmusvariation mit einem Leerschlag. Und wir ersetzen jetzt diesen Leerschlag durch eine Pause. Was heißt das konkret? Pausenspiel bedeutet, an der Stelle, wo eine Pause sitzt, soll man keine Saiten hören, keinen Ton hören. Das heißt, die Saiten müssen wir irgendwie abstoppen. Und das machen wir mit unserer rechten Schlaghand. Und zwar, indem wir ganz kurz die Hand etwas abdrehen und mit der Handfläche, das ist der Bereich hier in Nähe des Saitenstegs, das ist hier, die Saiten dämpfen. Wichtig in dem Fall ist, dass die Bewegungen nicht zu groß sind, weil wir ja weiterspielen müssen nach der Pause. So, also, wir hatten folgenden Rhythmus. Ich mach's mal langsamer. Und ihr habt gesehen, wo der Leerschlag ist. Und hier gehen wir jetzt auf die Saiten und erzeugen eine Pause dadurch. Und zwar folgendermaßen. Ja, ich mache es mal super langsam für euch und drehe mich ein bisschen, damit ihr das hoffentlich besser seht. Also ich spiele die Achtelnoten. 1 und 2 und Pause. Ja, also hier, man sieht vielleicht noch ein bisschen den Abdruck der Saiten auf meinem Handballen. So dämpfen wir die Saiten ab und spielen dann auch im Anschluss gleich weiter. Und zwar geht es weiter mit einem Aufschlag. Und Aufschlag, wisst ihr ja, ist immer Daumen, Nagel. Noch langsamer. Und wie gesagt, achtet bitte darauf, dass die Bewegungen nicht zu groß sind. Bisschen schneller. Man soll das Pausenspiel nicht verwechseln mit dem Ghost Note Spiel. Das kommt in einer anderen Folge etwas später. Also Pausenspiel heißt, an dieser Stelle soll nichts klingen. Wir machen es zusammen, ein bisschen schneller. 1, 2, 3, 4. So, also das ist das Spiel mit Pausen. Ihr habt das hoffentlich alle gut gesehen. Jetzt brauchen wir wieder eine Akkordfolge, wie wir es vorhin schon hatten. Wir nehmen dieses Mal, würde ich sagen, den Akkord C-Dur, den kennt ihr schon. Dann nehmen wir als zweiten Akkord jetzt einen neuen Akkord dazu. Wir hatten bisher noch keinen Akkord mit drei Fingern. Das machen wir jetzt, und zwar den G-Dur nennt sich der. Die Gitarristen unter euch kennen den schon, das Griffbild. Auf der Gitarre heißt dieser Akkord D-Dur, und jetzt erkennt er schon die nahe Verwandtschaft zur Gitarre. Denn wenn man mit seinem Zeigefinger die hohen vier Saiten auf der Gitarre am fünften Bund abdrückt, hat man die offene Hawaii-Stimmung der Ukulele. Folglich sind die meisten Akkorde identisch, und das ist ein großer Grund, weshalb sich gerade Gitarristen sehr, sehr leicht mit der Ukulele tun. Also ihr seht, super einfach zu spielen, vor allem was die Akkorde angehen. Okay, also G-Dur-Akkord heißt er hier auf der Ukulele, auf der Gitarre, wie bereits erwähnt, heißt er D-Dur. Ihr greift mit eurem Zeigefinger die C-Saite am zweiten Bund, dann mit eurem Mittelfinger die hohe A-Saite auch im zweiten Bund, und der Ringfinger drückt die E-Saite am dritten Bund ab. Hier seht ihr das. So. Die oberste Saite, die G-Saite, erklingt leer. Dann habt ihr den Klang. Ein G-Dur.
Urakkord, ein fröhlich klingender Akkord. Genau richtig für die Ukulele. So, da ist 9, kurzes Akkordwechseltraining. Weggehen. Greifen, weg. Wichtig ist, dass ihr mal ganz weggeht, um hier euer Gehirn richtig zu trainieren. Ihr wisst alles, ein feinmotorischer Prozess, der ein bisschen Übung benötigt. So, also neuer Akkord. G-Dur. Wir nehmen den C-Dur, den haben wir. Jetzt kommt G-Dur dazu. Und unseren F-Dur, den kennen wir auch schon, können wir auch hier wieder einbauen. Dann haben wir jetzt eine Akkordfolge auch mit drei Akkorden, nämlich C, G, F. Und als letzten Akkord nehmen wir wieder das C. Jeder Akkord bekommt einen Takt. So, diese Akkordfolge spielen wir jetzt mit unserem Begleitmuster mit Pausen. Ich mache es mal langsam vor. So klingt das. Ich mache es mal ein bisschen schneller, damit er noch einen Eindruck bekommt. So klingt es schneller. Jetzt machen wir es zusammen. 1, 2, langsam. 3, 4. Pause. G-Dur. Pause. F-Dur. Und wieder C-Dur. Von vorne. Für diejenigen, die schon ein bisschen weiter sind, machen wir es jetzt noch ein Ticken schneller. 1, 2, 3, 4. Ihr könnt auch gerne mal ohne mich trainieren. Wir kommen zum nächsten Schritt, nämlich einer Kombination aus einem Leerschlag und aus einem Pausenspiel. So, was ihr hier gesehen und gehört habt, war jetzt das Pausenspiel mit Leerschlägen, also eine Kombination aus beidem. Die Akkorde habt ihr sicherlich wiedererkannt. Das war unser C-Dur-Akkord, der G-Dur-Akkord und der F-Dur-Akkord. In der Taktanordnung hatten wir jetzt einen halben Takt C, einen halben Takt G-Dur und am Schluss einen Takt F-Dur. Ich bin nicht mehr zurückgegangen zum C-Dur-Akkord. Okay, also um die Akkorde müssen wir uns eigentlich nicht kümmern. Die könnt ihr ja schon. Ich zeige euch jetzt mal kurz dieses Kombinationsschlagmuster. Und zwar in einem ganz langsamen Tempo, damit ihr das gut nachvollziehen und mitspielen könnt. Ich mache es nochmal vor. Pause. 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 So, also wo die Pausen sind, habe ich euch gesagt. Jetzt findet mal selber heraus, wo die Leerschläge drin sind. Ich mache es vielleicht noch langsamer, zum besser nachvollziehen. Ja, achtet mal auf die Leerschläge, wo nichts erklingt und meine Hand trotzdem weiterläuft. Ich hoffe, ihr habt es gesehen, habt es rausgefunden. Jetzt machen wir es zusammen wieder ein bisschen schneller. 1, 2, 3, 4. Pause. Noch ein bisschen.
bisschen schneller. 1, 2, 3, 4. So, das war das neue kombinierte Schlagmuster. Ich sage es nochmal am Schluss. Achtet darauf, dass ihr nicht zu große Bewegungen macht zwischen Spiel und Pause, denn ihr müsst ja wieder zurückkommen und mit den Fingern spielen. So, das war's in dieser Folge wieder. Ich hoffe, ich sehe euch mal bei einem meiner Ukulelen-Workshops. Wer Lust auf mein neues Buch Let's Play Ukulele hat, kann dies überall erwerben. Dieses Buch kommt mit 2 CDs und einer DVD und ist in diesem Jahr beim Hage Musikverlag erschienen. Ich hoffe, euch hat es gefallen heute und ich freue mich, euch wieder begrüßen zu dürfen bei der nächsten Folge. Macht's gut, bis auf bald, euer Daniel Schusterbauer.